ganz, ganz starke Waffe des Deutschen, sein Service und der erste Part bis ins Detail, persönlich, aber vor allem spielerisch. Da ist es wichtig, den Gegner gut zu kennen, um richtig darauf reagieren zu können. Und das sieht man. Insat. 10 zu 4. Ja, der erste Satz war eine relativ klare Angelegenheit. Zweiter Satz, Service beim Deutschen. Sicherere und konstantere Spieler gewesen ist. Ja, kurzer Tempowechsel von Ovtcharov. Hocheffektiv, fast maschinell arbeitet. Nicht. Auch das ist sein Spiel. Das ist die Hand, die goldene. Selbst bei diesem Netzroller am Netz vorbei. Da kommt Ovtcharov einfach nicht mit runter mit dem Schläger. Das geht gar nicht. Wenn er sie diktieren kann, dann sind sie echt eine Waffe. Allerdings mit dem eigenen Aufschlag jetzt zum 11 zu 7. Und möglicherweise hat das auch wirklich körperliche Gründe, warum Wladimir sagt. Wieder der nächste. Ach. Stefan Fegerl. Viertelfinale, sein bisher bestes Ergebnis bei einer Europameisterschaft. Schöner Angriff ist. Ja, das kann man. Das defensivere Position begibt. Auch jetzt wieder. Ja, wieder sehr gut serviert. Oh. Und das tut er. 12 zu 10. 3 zu 0.
stark. Geht da nicht. Stark von Samsonov. Ovtcharov jetzt den zweiten Punkt macht. Aber macht er den? Ja. Jawohl, er macht ihn. Das war's. 11:8. Wer hätte das gedacht? 4:0. Keinen einzigen Satz lässt Dmitri Ovtcharov übrig für Wladimir Samsonov. Und nach der Bronzemedaille im Einzel 2007 in Belgrad gewinnt Dmitri Ovtcharov die Nummer 1 des Turniers, seinen ersten. Und jetzt ist es soweit, jetzt kriegt er sein wohlverdientes Siegesbussi. Na, das wird mehr als ein Bussi. Sie sind immer mit dabei, die Jenny.